Herzlich willkommen zu Rumänisch lernen mit Jana Kraus. Heute geht es um die Konjugation vom Verb gehen im Indikativpräsent und im Konjunktivpräsent. Ich fange an mit der ersten Person. Eu merg, ich gehe. Tu mergi, du gehst. El ja merge. Sie geht. Noi mergem. Wir gehen. Voi mergeți. Ihr geht. Ei, ele merg. Sie gehen. La conjunctiv. Începem cu conjuncția să, eu, să merg, tu, să mergi, el, ea, să meargă. Observăm, also wir stellen fest, nur in der dritten Person. Wir haben Veränderungen, sowohl im Stamm. Also hier haben wir E und hier im Konjunktiv dann se mjarge. Und auch am Ende des Wortes merge. Mjarge. E wechselt zum Ö. Wir erinnern uns, Veränderungen haben wir in der dritten Person Singular, also er und sie, und in der dritten Person Plural, sie. Neu. Se mergem. Hier bleibt das Verb genauso, es verändert sich nichts. Voi, să, mergeți, genau die gleiche Form wie im Indikativpräsent, aber jetzt wieder in der dritten Person. Ei, ele, să, meargă. Also das verändert sich wieder. Also ei, ele, merg, ei, ele, să, meargă. So, ich wiederhole. Eu merg, tu mergi, el ja merge, noi mergem, voi mergeți, ele merg. In conjunctive presence, să merg, să mergi, să meargă, să mergem, să mergeți, să meargă. So, hier stehen die Personalpronomen beim Konjunktiv zwischen den Klammern, weil wir bräuchten immer irgendwelche Verben oder Redemittel, die Konjunktiv sozusagen verlangen. Und jetzt gebe ich mal so Beispiele. Oh, warten Sie. Jetzt. So. Eu merg la școală. Ich gehe in die Schule. Und jetzt möchte ich sagen, ich muss in die Schule gehen. Also, eu trebuie să merg la școală. Eu trebuie să merg la școală. Wir sehen hier unser Konjunktiv să, aber keine Veränderung. Sowohl im Indikativpräsens, wir haben merg, und auch im Konjunktivpräsens merg, die gleiche Form. Wenn wir jetzt aber die dritte Person benutzen, zum Beispiel Maria, merge la Kurs. Maria geht zur Vorlesung. Oder Maria muss zur Vorlesung gehen. Dann werden wir sagen, Maria trebuie
Und jetzt verändert sie was. Să meargă. Să meargă la curs. Also hier im Indikativ merge. Ups, merge. Iar în Konjunktiv Präsens să meargă. Wir haben mehrere Veränderungen hier im Verbstamm. Alternanzen E wechselt zum EA und nochmal E am Ende zum Ö. Ja, das war ein kleines Beispiel für heute. Ich bedanke mich und ich werde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und ja, das Video mit einem Like markieren, damit ich weiß, ja, es macht euch Spaß und ich werde dann weitere Materialien erstellen. Also, nicht vergessen, abonnieren und Like geben. Danke sehr. Tschüss. La revedere.